Ich weiß, wie es ist, ganz Mensch zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du, aus Fleisch und Blut, und weiß, was Leben ist. Die Weltbevölkerung umfasst derzeit mehr als 7 Milliarden Menschen. Jeder Neunte davon leidet an Hunger und Unterernährung. Das ist unfassbar, vor allem wenn man bedenkt, dass die Nahrungsmittelindustrie so viel produziert, dass theoretisch bis zu 12 Milliarden Menschen davon satt werden könnten. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Weltweit am Leben dran, dem TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Genuss ohne Reue, das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Ist das angesichts der aktuellen Situation auf der Welt überhaupt möglich? Allein wir Deutschen werfen nach Angaben der Umweltorganisation WWF im Jahr rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel einfach in den Müll. Die Tafeln in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz wollen dem entgegenwirken. Noch warm landet das Brot von Bäcker Helmut Döringer in der Auslage seiner Bäckerei in Mannheim. Süße Plunderteilchen lassen daneben das Wasser im Mund zusammenlaufen. All die Backwaren werden jeden Tag frisch zubereitet, das wünscht sich der Kunde so. Dementsprechend bleibt am Abend auch einiges übrig. Im Jahr sind das bis zu 7000 Brote und etwa 10.000 Plunderteilchen. Der Kunde erwartet beim Bäcker frische Backwaren, die kriegt er bei uns auch tagesfrisch. Wir haben 11 Verkaufsstellen, ungefähr mit 10-12% Retouren. Das heißt, ein Laden kommt am Tag wieder zurück. Aber damit müssen wir leben. Insofern kam uns das dann zu Pass, der Kontakt zu der Mannheimer Tafel, die wir dann damit unterstützen konnten. Seit 12 Jahren spendet Helmut Döringer die übrig gebliebenen Backwaren der Mannheimer Tafel. Die Lebensmittel einfach wegzuwerfen, kommt für ihn nicht in Frage. Wir fanden das eine tolle Sache. Zum einen, dass wir hier die Tafel damit unterstützen können, weil es eine tolle Idee ist. Und zum anderen ist es auch nochmal eine Wertschätzung für unsere Backwaren, weil wer sieht es denn gern, dass die Sachen, die einen Tag vorher mit Mühe hergestellt wurden, dass die dann weggeworfen werden. Der christliche Glaube spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, aber für mich ist es auch unabhängig von dem christlichen Glauben eine Selbstverständlichkeit, wenn man helfen kann, dass man es in dem Rahmen auch tut. Und so fährt jeden Tag das Auto der Tafel vor, um die Spenden einzusammeln. Auch große Supermarktketten und andere Einzelhändler beteiligen sich an diesem sozialen Projekt. So kommen pro Tag mehrere hundert Kisten zusammen. Mit Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum fast abgelaufen ist oder die nicht mehr ganz so perfekt aussehen, aber noch völlig genießbar sind. Und der Bedarf ist enorm. Schon vor den Öffnungszeiten hat sich bei der Tafel im Mannheimer Ortsteil Neckarstadt eine lange Schlange gebildet. Tafel ist das für uns ganz gut, weil sie das günstigste und billigste. Wir kriegen nicht alles, aber ich liebe den Brot, ganz billige, und Salat und solche Gemüsesachen ist billig. Und deswegen komme ich hier. Ich und mein Mann. Wir sind alleine, wir kriegen wenig Rente. Ich bin 38 Jahre in Deutschland, in Neckarstadt. Wir haben 200 Euro Hand. Wir haben sehr viele ausländische Mitbürger, aber auch sehr viele Rentner, Rentnerinnen, sehr viele Hartz-IV-Empfänger, sehr viele Flüchtlinge in letzter Zeit. Seit einigen Monaten kommen sehr viele Flüchtlinge. Prozentual ist es auch schwierig, weil wir haben ganz klein angefangen. Unsere Angebote waren auch sehr klein, aber es hat sich immer vergrößert. Wir haben zwar nicht expandiert, wir haben immer noch den kleinen Laden, aber es kommen immer mehr Leute und es gibt Gott sei Dank auch mehr Spenden wie früher. Ich muss sagen, dass es mir Spaß macht, dass es Spaß macht, die Leute zu bedienen, dass man Stammkunden hat, die man kennt und dass es schon so ein Gefühl ist. Ja, man kann das vielleicht als christliche Nächstenliebe bezeichnen. Also das tut mir gut, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Derzeit gibt es etwa 900 Tafeln in ganz Deutschland. Sie leisten einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft, um eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu schlagen. Denn Lebensmittel haben wir hier in Deutschland glücklicherweise in Mengen. Allerdings hapert es an der Verteilung. Das
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat das Ziel, Not und Armut weltweit zu bekämpfen. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller besuchte die Liebenzeller Mission im Rahmen eines Forums zur Flüchtlings- und Entwicklungspolitik. In diesem Zusammenhang betonte er die Bedeutung der Missionswerke. Das Missions- und Schulungszentrum der Liebenzeller Mission war bis auf den letzten Platz gefüllt. In einer Impulsrede zum Thema »Eine Welt, unsere Verantwortung« wandte sich Bundesminister Gerd Müller an Studenten der beiden Liebenzeller Ausbildungsstätten sowie an Unternehmer und interessierte Bürger aus der Region. In seinen Ausführungen forderte Gerd Müller die Zuhörer zu einem Lebensstil der Dankbarkeit und Verantwortung auf. Was ist denn unser Auftrag als Christen in der Politik? Jeder Einzelne kann sich einbringen und muss sich dessen im Klaren sein, ich habe auch Verantwortung für den Nächsten, sei es in der eigenen Familie, aber auch in anderen Kulturen. Der eine kann mehr tun und der andere kann weniger tun. Aber wenn uns dieses Bewusstsein beseelt, dann können wir gemeinsam sehr viel bewegen. Und Deutschland als Staat, wir fühlen uns verantwortlich in den Krisenherden der Welt, uns humanitär in herausragender Weise zu engagieren. Die christlichen Religionen sind ein privilegierter Partner für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, da sie weltweit auch in der Mission tätig sind und in vielen Ländern der Welt mit uns kooperieren in konkreten Projekten. Die Liebenzeller Mission begleitet unter anderem personell und logistisch ein Projekt mit benachteiligten Kindern in Bangladesch, das aktuell mit Mitteln des Bundes über eine Partnerorganisation gefördert wird. Die Religionsgemeinschaften und unsere christlichen Kirchen sind sehr nah am Menschen. In vielen Ländern, beispielsweise Afrikas, wo es keine staatlichen Strukturen gibt, gibt es die Kirchen und kirchliche Organisationen, Priester, Missionare, die auch Grunddienstleistungen für die Menschen umsetzen. Das heißt Gesundheitsfürsorge, Nahrungsversorgung, und deshalb arbeiten wir sehr gerne zusammen. Mit über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausland gehört die Liebenzeller Mission zu den größten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Sie besteht seit über 100 Jahren und arbeitet in 25 Ländern auf allen Kontinenten. In vielen Ländern sind die Mitarbeiter der Liebenzeller Mission unmittelbar konfrontiert mit der Not und der Armut der Menschen. Drei Missionarinnen aus Malawi, Bangladesch und Papua-Neuguinea haben uns erzählt, wie sie damit umgehen. Wenn der Regen ausbleibt in der Regenzeit, wenn die Ernte schlecht ausfällt, dann hat man 2-3 Monate vielleicht etwas zu essen und danach die restlichen Monate im Jahr eben kaum noch etwas. Dann zu sehen, dass die Frauen im Dorf oft große Familien zu versorgen haben, die Männer keine Arbeit haben. Und man dann die Frauen an der Tür sitzen hat, die kommen und sagen, ja, ich kann meine Kinder nicht zur Schule schicken, wir haben heute nichts zu essen, wir haben heute noch nichts gegessen. Und dann zu wissen, bei mir im Haus, da gibt es immer irgendwas, ich habe immer Möglichkeiten einzukaufen, habe genug Geld, um mir was leisten zu können. Das war oft eine Spannung, die da war, die auch schwierig war dann. Und ich muss jetzt überlegen, wie ich mit dem, was ich habe, was ich zur Verfügung habe, anderen helfen kann. Also manchmal hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, zu wissen, ich habe genug. Und auch verbunden damit die Frage, warum lässt Gott das eigentlich so zu? Das sind Menschen, die sich das ja nicht so ausgesucht haben, dort geboren zu werden, dort zu leben. Das musste ich lernen, konnte ich eine ganze Zeit lang nicht so gut. Aber irgendwann zu sagen, Gott hat mich beschenkt, ich will das teilen, was ich habe, aber ich darf trotzdem mich an dem freuen, was er mir auch zur Verfügung stellt. Ja.
ab und zu habe ich uns Spaghetti gekauft, weil wir ja Deutsche sind. Und da kostet eine 500-Gramm-Packung vielleicht 3 Euro. Und das braucht man halt manchmal als Deutsche mal das eigene Essen. Ich fand es sehr herausfordernd, weil es so viele Menschen gibt, die so arm sind. Und du kannst wirklich nicht allen helfen. Und ich bin dann manchmal ein bisschen hart gewesen und habe gedacht, nee, ich gebe dem Bettler jetzt nichts. Kann ja nicht allen helfen. Und dann meine Tochter hat oft gesagt, Mama, jetzt gib dem doch was oder gib dem doch was. Also da haben die Kinder auch mitgelitten. Wir hatten 2 Einheimische, die für uns gearbeitet haben. Und da habe ich gedacht, für die möchte ich einen Unterschied machen. Da habe ich unterstützt in verschiedener Art und Weise. Und dann bin ich tatsächlich einzelnen Leuten im Alltag außerhalb meiner Wohnung immer wieder begegnet, auf dem Weg zum Einkaufen. Also tatsächlich wollen sie in der Regel erst Geld oder meistens Geld. Aber das war so unsere Grundregel, das machen wir nicht. Ich habe ihr dann oft, wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich dann Lebensmittel gekauft und ihr mitgegeben. Ich würde mich nicht als reich bezeichnen, aber im Vergleich zu denen sind wir stinkereich. Wir haben versucht, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir hatten, einzelnen Leuten zu helfen und dann trotzdem sich immer wieder mal was, selber auch was Gutes tun in diesem Umfeld. Das habe ich auch für mich gebraucht oder für die Kinder oder für die Familie. Armut zeigt sich dann hauptsächlich, wenn Menschen von Naturkatastrophen betroffen sind, entweder Überflutungen oder Erdrutsche oder so. Also wenn der Jahresgartenertrag sozusagen vernichtet wird. Oder wenn die Leute sich von ihrer Familie trennen, dann sind sie auf sich selber gestellt. Und da gibt es keine Sozialversicherung oder Krankenversicherung oder so irgendwas. Und dann kann es schon ganz schön hart sein. Und da versuchen wir dann, damit zu helfen, dass wir ihnen Arbeit geben und dass sie da durch kleine Hilfsdienste wie Rasenmähen oder sonst irgendwas Geld verdienen können, um auch eben ihren Lebensunterhalt aufzubessern und durchzukommen. Also beim Einkaufen halten wir uns tatsächlich sehr zurück, weil das schon so ist, dass die Kinder, die bei uns spielen oder auch die Erwachsenen, die zu Besuch kommen, das ist nicht sehr schön. Oder wenn wir was haben, dann teilen wir. Was wir sehr genießen, sind Päckle von Deutschland. Aber wir haben gemerkt, wir möchten auch das Gute und die Schätze von dem Land sehen, was man eben dort genießen kann. Und wir wünschen uns für uns und unsere Kinder auch, dass wir das Gute sehen und uns an dem freuen, was es dort gibt. Dort gibt es die weltbeste Ananas, behaupte ich, und die genießen wir ohne Ende. Dafür gibt es halt keine Schokolade, was vielleicht auch nicht gar nicht so schlimm ist. Von den Entwicklungsländern nun zur Industrienation Kanada. Der nordamerikanische Staat grenzt unmittelbar an die Vereinigten Staaten und gehört offiziell zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Dennoch ist die Schere zwischen Arm und Reich groß, wie ein Blick in die größte Stadt Kanadas zeigt. Beeindruckende Wolkenkratzer und opulente Shopping-Malls. Das ist die Millionenstadt Toronto. Sie gilt als das Wirtschaftszentrum Kanadas und ist für die Offenheit ihrer Einwohner und deren kulturelle und religiöse Vielfalt bekannt. Im Ballungsgebiet in und um Toronto leben rund 6 Millionen Menschen. Fernab von Glitzer und Glamour bietet sich aber noch ein anderes Bild der Millionenstadt. Wie zum Beispiel im Stadtviertel High Park. Dort veranstaltet die Westminster Chapel einmal wöchentlich eine sogenannte Food Bank, ähnlich einer deutschen Tafel. Unsere Food Bank hilft nicht nur den armen Menschen, die aus Kanada stammen. Toronto ist eine große Stadt und wir haben jede Menge Flüchtlinge hier, die von überall herkommen. Wenn sie also hier sind, benötigen sie ebenfalls Hilfe. Außerdem helfen wir auch Gemeindemitgliedern, die etwas ärmer sind. Die Food Bank hilft also nicht nur nach außen, sondern auch den Menschen aus unserer Gemeinde. Bedürftige erhalten hier heiße Getränke und süße Stückchen. Anschließend dürfen sie sich der Reihe nach in einem Nebenraum die Taschen mit frischem Brot, Konserven, Nudeln und anderen Lebensmitteln füllen. Darüber hinaus gibt es Kleidung und Schuhe.
Viele Menschen aus der Nachbarschaft haben diese Unterstützung bitter nötig. Ich bin hungrig, wissen Sie? Ich habe kein Geld, ich bin so hungrig und es ist kalt. Während die Besucher der Foodbank ihre Snacks genießen, erzählt Chemming von Jesus Christus. Die Geschichten mitten aus dem Leben sprechen viele der Bedürftigen an, die trotz der Eiseskälte von minus 10 Grad, die an diesem Tag in Toronto herrschen, gekommen sind. Viele von ihnen haben noch nie von Jesus gehört. Darum ist es wichtig, ihnen davon zu erzählen. Sie kommen alle wegen dem Essen, aber das Essen habe nicht ich ihnen eingekauft. Es sind alles Spenden, es sind Geschenke Gottes. Sie sollen also wissen, dass Gott und Jesus ihnen das Essen gebe. Die Foodbank wäre nicht möglich ohne die großzügigen Essensspenden und das Engagement der ehrenamtlichen Helfer, wie zum Beispiel Jakob Kress. Der 20-Jährige verbringt im Rahmen seines Studiums an der Interkulturellen Theologischen Akademie der Liebenzeller Mission gerade ein halbes Jahr in Toronto. Es ist krass zu sehen, dass manche Leute einfach jede Woche herkommen, weil sie einfach kein Geld für Essen haben. Und hier in Toronto habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie krass hier die Armut ist. Und ich habe auch gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass ja, die Kirchen auch diese Arbeit tun und die Menschen dort unterstützen, wo sie Hilfe brauchen. Einer dieser Menschen ist Kenny Channon, der seit vielen Jahren regelmäßig in die Westminster Chapel kommt. Denn es gibt in einer Millionenstadt wie Toronto nur wenig Alternativen, so findet zumindest Kenny. Ich denke, alle Kirchen sollten einmal die Woche eine Foodbank veranstalten und mit den Leuten sprechen. Hier gibt es überall Menschen, die nicht viel haben, verstoßen sind. Diese Leute brauchen Hilfe. Und eine Kirche sollte wie diese hier einmal die Woche offen haben, mit ihnen sprechen, ein Essen ausgeben, vielleicht eine Bibelstunde haben. Manche von uns finden es peinlich, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Alle Leute kommen mit feinen Kleidern, wir aber haben keine feinen Kleider. Deshalb ist die Foodbank eine tolle Alternative. Einfach um den Leuten Essen zu geben, wenn sie es brauchen. Aber nicht mit diesem Pflichtgefühl im Hinterkopf. Dass der Hunger und die Sehnsucht nach Gesellschaft groß sind, hat auch die kanadische Heilsarmee, die Salvation Army, erkannt. Deshalb hat sie das sogenannte Community Dinner ins Leben gerufen, eine Art Suppenküche. Dieses Essen ist ein Weg, unserer Gemeinde Gottes Liebe zu zeigen. Wir glauben wirklich daran, dass die Kirche einen positiven Einfluss auf die Leute hier haben kann. Und die Leute wissen, dass wir da sind. Wir helfen den Menschen gegen ihren Hunger. Aber was noch wichtiger ist, wir bieten ihnen einen Platz für die Menschen an, an dem sie Gemeinschaft erleben können. Denn die Stadt kann ein sehr einsamer Ort sein. Hier können sie eine Verbindung oder sogar Beziehungen aufbauen. Die ehrenamtlichen Helfer bereiten mit viel Engagement jede Woche aufs Neue ein schmackhaftes Essen zu und versuchen anschließend mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Eine der Helferinnen ist Rebecca Naber. Die 23-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Mann Jared in Toronto, der ebenfalls bei der Liebenzeller Mission studiert. Grundsätzlich sieht man als allererstes, dass ganz viele Leute drogenabhängig sind oder andere psychische Probleme haben. Aber das Besondere ist, dass nicht das große Problem ist, sondern das größte Problem von den Leuten ist eigentlich die Einsamkeit und dass die Einsamkeit sie eigentlich in die Süchte treibt. Und deshalb ist es nicht so eine Tafel, wo jeder sich ansteht und anonym das Essen bekommt und sich hinsetzt, sondern wir wollen wirklich den Menschen dienen. Und das ist einfach wichtig, dass wenn die Leute reinkommen, dass sie immer einen Platz haben und dass wir versuchen, dass wir für jeden mal Zeit gehabt haben und mit denen geredet haben und einfach Austausch gehabt haben. Dabei treffen die Helfer immer wieder auf Schicksale, die bewegend sind. Eine Begegnung mit einer älteren Dame ist Rebecca ganz besonders in Erinnerung geblieben. Am Anfang war sie noch sehr verschlossen, hat sehr ernst geschaut, hat nur ganz kurz geantwortet, wenn ich mit ihr geredet habe. Und mit der Zeit hat sie nach und nach ihre, ich glaube, 4 Jacken hat sie angehabt, weil es so kalt war, hat sie ihre 4 Jacken nacheinander ausgezogen. Und es war für mich so ein sinnbildliches Bild, wie sie sich geöffnet hat mir gegenüber und wie sie angefangen hat, immer mehr zu strahlen und am Schluss noch mir ihren Namen gesagt hat. Und jetzt jedes Mal, wenn sie kommt,
ist sie ganz ernst, aber wenn sie mich sieht, dann fängt sie an zu strahlen, nimmt mich in den Arm und ja, ich glaube, sie hat dadurch auch ein bisschen Hoffnung geschöpft. Und ich habe schon von vielen gehört, dass Community Dinner der einzige Tag in der Woche ist, wo sie mit Menschen geredet haben. Man kann den Leuten eigentlich jede Woche was zu essen geben, aber ich merke, das hilft ihnen eigentlich nicht weiter. Dann sind sie immer noch abhängig von der Foodbank. Und ich fände es schön, wenn die Leute herkommen und sie vielleicht auch durch die Andacht vom Jamming, der jede Woche die Andacht macht, das einfach Leben verändert und sie irgendwann nicht mehr angewiesen sind auf die Foodbank und ihr Leben auch so auf die Reihe bekommen. Kommen wir zurück zu unserer Frage vom Anfang. Ist Genuss ohne Reue überhaupt möglich? Ja, würde das Ehepaar Ruth und Traugott Schlecht antworten. Sie wohnen im nordbadischen Kraichtal, mögen gutes Essen und gute Weine. Dennoch ist das alles für sie nicht selbstverständlich. Komm mit. Nein. Hallo, grüß dich. Kommt, herzlich willkommen. Hi. Ruth und Traugott Schlecht lieben es, wenn das Haus voller Leben ist. Für heute haben sie Freunde aus der Gemeinde und der direkten Nachbarschaft eingeladen. Die Gäste sind jung und nicht mehr ganz so jung. Genau der richtige Mix für einen unterhaltsamen Abend mit einem besonderen Essen. Mir fällt immer da das Bibelwort ein, wo Jesus sagt, bei der Speisung der 5000 zu seinen Jüngern, nun gebt ihr ihnen mal zu essen. Und das ist, was uns motiviert, auch anderen mal was Tolles zu essen zu geben. Der Reiz ist einfach, mit den Leuten sich zu unterhalten, Gespräche zu führen. Und ich sage heute nicht Facebook, sondern Face Room. Sitz mir gegenüber und dann lass uns einfach unterhalten über wirklich ernstlich Gott und die Welt, was uns alle so bewegt in unserem Umfeld. Das liebevolle Zubereiten der Speisen ist beiden genauso wichtig wie das gemeinsame Essen. Dabei achten Ruth und Traugott immer auf eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Genuss ja, Verschwendung nein. Also grundsätzlich wird es bei mir auch schon Grenzen geben, was ich mir erlauben, was ich mir nicht erlaube, auch einzukaufen an Lebensmittel, an Getränken. Also da gibt es schon Verhältnismäßigkeiten, das muss schon auch noch irgendwo zusammenpassen. Also was bei mir gar nicht geht, Lebensmittel wegwerfen. Also da tue ich mich so schwer. Manch einer wird vielleicht erschrecken, wenn ich manchmal auf einer Scheibe Brot hinten einen kleinen Ansatz von irgendetwas sehe, dass da vielleicht sich schon Schimmel bildet. Na ja, denke ich, wenn ich es in der Mitte abschneide, dann habe ich immer noch das Stück Brot und die andere Hälfte, okay, die ist abgänglich. Aber Lebensmittel wegzuschmeißen, das ist für mich was ganz, ganz Schwieriges. Ich habe manche Missionsreisen gemacht und ich bin auch einer, der über den Tellerrand hinausschaut. Und mir ist durchaus bewusst, dass viele, viele Menschen täglich nichts zu essen haben. An dieser Stelle ist für mich ein absolutes Muss, aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es gerne tue. Wir beten grundsätzlich immer, auch vor dem Essen. Eine Lebenshaltung von mir und auch von meiner Frau ist Dankbarkeit. Und von daher kann ich auch Dinge dankbar annehmen, insbesondere weil wir auch teilen, mit anderen teilen, weil wir andere an unserem, sag ich mal, Überfluss, den wir hier haben, auch in Deutschland teilhaben lassen. Also von daher habe ich da keinerlei Probleme, auch mal nicht sich zurückzulehnen und Dinge auch zu genießen, auch insbesondere was natürlich Essen und Trinken betrifft. Also ich würde sagen, Gott hat immer beides gesehen, der Reichtum und aber auch die Menschen, die weniger haben. Und er hat schon immer gesagt, dass die Reichen den Ärmeren helfen sollen. Auch in dem Beispiel, das Jesus für sich sagt, von der Bibel her. Und ich denke einfach, da wo ich teile, lerne ich auch besser noch zu genießen, weil ich auch dankbar bin dem gegenüber, was ich habe. Ich glaube, das schlechte Gewissen macht mir eher mein Umfeld, wo sagt, wie könnt ihr so eine Reise machen oder warum kocht ihr so exklusiv oder so besonders? Und ich denke, das ist das Beste, wenn ich dann sage, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich tue, was ich kann.
Ruth und Traugott, beide mittlerweile über 60 Jahre alt, sind ungewollt kinderlos geblieben. Aber durch ihr großes Engagement für andere Menschen, unter anderem in der Jugendarbeit, waren sie nie allein. Zudem ist es beiden ein großes Anliegen, die eigenen Eltern im Alter nicht allein zu lassen. Also die Mutter zu pflegen oder der Schwiegervater war eine Aufgabe, die mir Gott vor die Füße gelegt hat. So habe ich es für mich gesehen. Es war nicht immer einfach, es war sehr herausfordernd, aber Gott hat mir eine Perspektive gezeigt, wie ich das genießen kann. Und ich genieße es heute bei meiner Mutter mehr denn je und bei meinem Schwiegervater genauso. Und ich muss die Einschränkungen, die dabei sind, mal wegnehmen. Und das, was da ist, das Gute, positiv sehen und genießen. Und ich würde sagen, ich habe keine Einschränkungen in dem, was mein Leben ausmacht. Was ist mein Leben? Dann vergleiche ich irgendwo hin nach was Höherem. Aber ich versuche nach unten zu vergleichen. Dann weiß ich, mir geht's super, super gut. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zur Sendung haben, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.liebenzell.tv zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.